somehow we tend to forget that Europe was built as a coal and steel community. But over the decades, we somehow forgot how important energy is and how big advantage we would have if we would really have single market, not only for goods, services, and free movement of person, but also for free flow of energies. Die Zukunft ist, dass wir einen gut vernetzten Energiebinnenmarkt haben, wo sich alle gegenseitig aushelfen, aber wo auch da, wo Netzengpässe sind, man eben tatsächlich auch durch Preissignale das so signalisiert, dass trotzdem die Allokation optimal stattfindet. Wir haben die erste Binnenmarktrichtlinie, wir haben eine zweite, wir sind gerade dabei, das Clean Energy Package, quasi das dritte Paket, zu verabschieden. Und der zentrale Punkt ist jetzt, die Regeln auch entsprechend umzusetzen, sich nicht im Klein-Klein, im Nationalen zu verlieren, sondern eben wieder den Fokus auf den tatsächlichen harmonisierten, integrierten Binnenmarkt zu setzen. I think that if we look what was accomplished over the last 3 years, the progress is enormous. I'm absolutely convinced that we are now in the process of the deepest transformation of the European energy system since the start of the Industrial Revolution, that we are actually building the system which will be decentralized, which will be based on renewables, and which would really put the consumer into the center of the production, distribution and the consumption. And I think that's really how we should respond to the challenges of the future. Wir glauben, dass wir den Netzausbau brauchen, so wie er in Deutschland auch beschlossen ist, damit wir insbesondere den Windstrom aus dem Norden, der dort günstig produziert werden kann, auch in der Nordsee, nach Süden in die Verbrauchsschwerpunkte bringen können. Nach 2030, 35 werden wir auch weitere technische Möglichkeiten haben, an denen wir zurzeit forschen, um dann die immer weiter wachsenden Erneuerbaren bis hin zu 95% in immer besser ausgelastete Netze integrieren zu können. Und dann werden wir auch die Energiewende bei niedrigen Preisen schaffen. Dass natürlich also zum Beispiel in Deutschland, aber auch in anderen Ländern insbesondere Ausbau in den Netzen, in die Netze und auch in die Interkonnektoren für den grenzüberschreitenden Handel, der im Kern des Binnenmarktes ist, durchgeführt werden und damit sozusagen dann die beiden Entwicklungen, also die Netzentwicklung und auch die Förderung der Erneuerbaren wieder in Einklang oder synchronisiert werden, sodass dann also auch die Netze, die Erneuerbaren vollständig aufnehmen können und dadurch die erhöhten Redispatch-Kosten, die wir jetzt sehen, um die Erneuerbaren sozusagen irgendwie einzufangen, ausgeglichen werden und dann die Kosten natürlich auch entsprechend sinken werden.